So, hallo Leute, grüß euch, Nika Puschka aus Oberland. Heute habe ich Besuch gekriegt von einem anderen YouTuber, vom Barney. Adventure Bushcraft, glaube ich. Hallo. Und wir machen jetzt eine kleine Runde durch den Wald und werden nachher noch gemeinsam etwas kochen und die Zeit auch ein bisschen genießen. Wenn ihr euch interessiert, bleibt dabei. Ankommen, wo wir eigentlich nie wollten. Am Stalkenberger Panoramaweg, so ein Rastplatz. Und ich habe ja meinen Kollegen eingeladen in Barney von Adventure Bushcraft. Den Link verlinke ich irgendwo da im Eck oder unten in der Beschreibung. Privat haben wir uns schon oft getroffen. Weil Bushcraft-technisch leider ist es nie ausgegangen. Ja. Irgendwie. Und, aber es ist gut so, hat es endlich einmal geklappt. Über ein Jahr haben wir jetzt schon mal rum. Ich habe gesagt, privat treffen. Ja, weil wir wohnen jetzt nicht so ewig weit weg voneinander. Und jetzt genießen wir heute ein bisschen die Zeit aus. Und ich hoffe, dass es auf alle Fälle mehrere Treffen geben wird. Vielleicht einmal einen Overnighter. Ja, genau. Mit der Zeit. Und ja, wir werden ein bisschen da was kochen. Und ein bisschen was tragen. Und so, Leute. Jetzt ist wir als Herrichter fürs Kochen. Leider ist da der Tisch ein bisschen schief. Und bei mir gibt es heute Berner Würstel. Und der Barney kocht. Bei mir gibt es heute Kräuterseitling. Okay. Pilze. Auch drum ein Fleischchen. Echt hast. Genau. Und was gibt es noch dazu? Potato Wedges. Potato Wedges. Potato Wedges. Und ich auch noch da. Wahnsinn, voll verrückt, aber was soll's, heute ist Feiertag, 1. Mai. Stimmt. Aber gut, gibt's schon. Ja. Fleisch und die Würstel schon. Die Bahne kocht halt mit dem Drang, ja, ganz gut, oder? Super, echt super. Der Toast am Weg, ganz toll. Also der ist super. Der ist echt gut. Nur schläft das aus. Ich glaube, der Bahn ist auch gleich fertig. Siehst du schon so weit, oder? Ja, bei mir haben wir schon. Ja, mit dem ist ja ein Speedkoch, hey. Ja, das könnte theoretisch auch nicht. Fleisch könnte zum Schluss machen. Das ist echt gut ausgefallen. Ja, das könnte tatsächlich auch nicht. So Leute, mittlerweile haben wir jetzt fertig gegessen. War echt lecker. Da hinten ist der Platz, wo wir gegessen haben. Der Rastplatz vom Stalkenberger Panoramaweg. Da gibt es mehrere davon auf dem Weg. Die möchte ich übrigens selber einmal gehen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen da reinhocken, noch ein bisschen Zeit ein bisschen genießen. Echt ein schöner Platz da. Echt traumhaft. Thank you.
mit der Tour, mit dem Barney Adventure Bushcraft. Den Link werde ich noch irgendwo verlinken. Schaut jetzt rein, abonniert ihn. Und wir sind jetzt schon beim Auto, wir werden jetzt wieder runterfahren. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Pferdenk. Servus, ciao.